Good afternoon, thank you very much. Ja, einen schönen guten Tag und ich freue mich, dass ich hier sein darf und auf Englisch vortragen darf. Ich bin dem vorherigen Rednerin sehr dankbar über die Einführung. Wir haben DNA in lebenden Organismen untersucht und gehört, wie sie für das Gedächtnis verantwortlich ist. Ich spreche von nicht lebender DNA und ihre Bedeutung für das Gedächtnis. Und das ist eine interessante Unterscheidung. In der Vergangenheit haben wir bei Gedächtnis immer an das gedacht, was in unserem Kopf vorgeht. Aber in den letzten Jahren verwenden wir Gedächtnis auch für Dinge, etwa die im Computer ablaufen, im Zusammenhang mit Information und Speicherung der Information. Und viele von Ihnen gehören wahrscheinlich der Generation an, wo wir mit diesen Veränderungen konfrontiert wurden, wo wir einfach keine Telefonnummern mehr uns merken müssen. Alle sind gespeichert. Ich weiß keine einzige Telefonnummer mehr auswendig. Also, wir verwenden Speichersysteme und speichern nicht mehr alles in unserem Gehirn. Wir haben das schon lange getan. Bücher etwa gibt es seit langem, andere Informationsspeichermöglichkeiten. Aber in der letzten Zeit sind sehr viel mehr Möglichkeiten dazugekommen. Und Sie sehen das hier in der Abbildung. Je nachdem, wie alt oder wie jung Sie sind, sehen Sie diese Dinge unterschiedlich. Ich bin fast 50 Jahre alt. Ich habe alle Technologien, die hier abgebildet sind, gesehen und ich kann sie nicht mehr verwenden. Nicht, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, so alt bin ich wieder nicht. Aber es gibt sie einfach nicht mehr, sie sind verschwunden. Wenn ich ein Betamax-Aufzeichnung oder eine Floppy-Disk hätte, tja, dann ist das vielleicht 20 oder 30 Jahre alt. Aber auch wenn sie noch in Ordnung wäre, dann gäbe es die Geräte einfach nicht mehr. Mit den heutigen Geräten sind sie nicht mehr abspielbar. Also, wenn ich diese Informationen nicht kopiert habe auf neuere Geräte, alle diese Informationen sind dann verloren. In vielen Fällen macht das eigentlich nichts. Die Bilder auf Facebook, die sind nicht so wichtig, auch die Tweets nicht. Aber manche Dinge sind doch sehr wichtig. Wir verwenden heute Dinge, wie sie hier abgebildet sind. Das sind nur Beispiele. Aber die Frage ist, wie viele davon werden in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch funktionieren? Ich getraue mich zu sagen, dass in 20 Jahren alle diese Dinge nicht mehr existieren werden. Was machen wir also mit diesen ungeheuren Informationsmengen? Wie können wir die Dinge speichern, die wir speichern wollen? Jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber es hat auch praktische Aspekte. In unserem Institut, wir sind ein wichtiges Zentrum für Informationsspeicherung. Wir bekommen Informationen von überall her, wir vergleichen unterschiedliche Datenquellen, speichern das in ungeheuren Datenbasen und versorgen damit wieder die Wissenschaftler über das Internet. Wir haben natürlich ein Problem. Sie sehen da diese Kurve, die zeigt, wie rasch die Datenmengen, um die wir uns kümmern müssen, anwachsen. Und Sie sehen auch das Tempo des Anstiegs. Und rot sehen Sie die Speicherkapazität. Also wir können da einfach nicht mithalten. Gut, wir bekommen nach wie vor entsprechende Finanzierung, also es läuft noch. Wir haben auch immer wieder Sitzungen. Hier sehen Sie eine Sitzung, die bei Bier stattfindet. Ich bin links mit dem blauen T-Shirt. Und nach einer langen Sitzung über unsere die Kapazität unserer Datenbasen, unserer Datenbank, haben wir gesagt, ja, das kostet einfach so viel. Es ist ein ungeheurer Stromverbrauch, aber noch können wir es uns leisten. Und wir haben dann gesagt, tja,
DNA wäre doch eine gute Möglichkeit, um die Dinge zu speichern. Es ist ein digitales Medium. Wir haben kleine Moleküle. Jedes einzelne Molekül hat vier unterschiedliche Formen. Wir haben ja das bereits gesehen, A, C, G, T. Das sind die Anfangsbuchstaben der Moleküle. Und wir haben eine lange Kette von Molekülen. Und abhängig von der Reihenfolge ist da eine bestimmte Information enthalten. DNA gibt es in allen lebenden Organismen. Und die Wissenschaftler versuchen, den Code zu verstehen im Genom. Einige Teile verstehen wir schon sehr gut, andere noch nicht wirklich. Daran arbeiten wir noch. Also, so lang gibt es bereits DNA als Quelle der Information. Darüber haben wir schon gehört, da kann ich mich kurz fassen. Ich befasse mich auch mit der Evolution von Genomen. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von etwa 3,5 Milliarden Jahren, also 3.500 Millionen Jahre. Die DNA ist sozusagen der Faden, der alles verbindet. Und meine Aufgabe ist es, die DNA-Sequenzen in unterschiedlichen Organismen zu vergleichen und daraus etwas über die Evolution zu lernen. Also, wir erkannten, DNA ist ein Medium, das wir vielleicht kontrollieren und als Gedächtnisspeicher verwenden können. Als Gedächtnisspeicher, der uns über lange Zeit erhalten bleibt. Hier haben wir ein DNA-Lesegerät. Es gibt Tausende davon weltweit. Sie kosten ein paar hunderttausend Euro. Und wenn man einige Geräte kauft, bekommt man wahrscheinlich einen Rabatt. Sie sehen ungefähr, wie groß diese Geräte sind. Und ich weiß, oder ich kenne die Leute, die an einem Gerät arbeiten, das so aussehen soll, wie das rechts unten. Das wird uns seit 2 Jahren ungefähr versprochen. Also irgendwann wird das kommen. Und dieses kleine Gerät wird 10-mal so leistungsstark sein als das große Gerät oben. Also die Entwicklung hier läuft sehr rasch. Und im Vergleich zu vor noch einigen Jahren ist heute eine Entschlüsselung der DNA relativ einfach geworden. DNA allerdings zu schreiben ist viel schwieriger. Kopieren ist einfacher. Und es ist uns gelungen, hier das im Labor zu tun, und zwar sehr effizient. Also die Entschlüsselung, und man kopiert das. Aber man braucht zuerst ein Template. Und wenn man das selbst produzieren will, so ist das schwieriger. Hier ein Beispiel aus Kalifornien. Da gibt es eine Cleanroom-Einrichtung. Hier sehen Sie dann rechts dieses Gerät in Großaufnahme. Es ist wie ein Drucker im Grunde, aber es kommen nicht verschiedene Farben auf ein Papier, sondern Sie haben hier DNA-Moleküle und es werden da Fragmente, Teile zum Wachsen angeregt. Und das kann man schon mit großer Genauigkeit tun. Genomik und medizinische Forschung haben dazu geführt und wir haben hier ein Experiment durchgeführt. Also, das haben wir schon gesehen. Ein DNA, ein kleines Molekül, gemessen in Nanometern. Wir haben die Doppelhelixstruktur. Das ist für unsere Arbeit nicht entscheidend. Die einzelnen Stränge enthalten die Information in der Sequenz der Moleküle. Das ist so wie die Abfolge von Buchstaben etwa oder eine Abfolge von Legosteinen in 4 unterschiedlichen Farben. Es ist schwieriger, als Legosteine zusammenzufügen. Aber stellen Sie sich vor, ein Legosteinturm in 4 verschiedenen Farben. Da kann man Informationen austauschen und genauso sind wir dabei vorgegangen. Also, wir haben uns ein Experiment vorgestellt. Beginnen wir links oben, da haben wir Informationen auf unserem Computer. Wir verschicken die Information über Internet nach Kalifornien und dort wird DNA nach unseren Anforderungen hergestellt und die Information
Daten, die schicken, wird gespeichert. Wir bekommen das über FedEx zurück. Das ist nicht schwierig, DNA zu verschicken. Ich habe auch DNA hierher mitgebracht für unsere Nachmittagssitzung. Es ist leicht zu transportieren, solange das Ganze kühl, also kalt im Dunkel aufbewahrt wird. Sie alle schleppen ja 500 Gramm DNA mit sich herum. Und tja, es überlebt ja doch einige Jahre. Dann haben wir im Labor auch in Cambridge gearbeitet. Wir haben eine DNA-Probe nach Deutschland zu einem Sequenzierer geschickt, haben dann die Ergebnisse bekommen und dekodiert. So sah also unser Plan aus. Und da haben natürlich viele Leute mitgearbeitet. Ich muss gestehen, wir waren nicht die Ersten, die diese Idee hatten. Sie brauchen das auch nicht lesen. Es erinnert mich nur daran, dass 1995 bereits ein Artikel in einer Fachzeitschrift publiziert wurde, wo es hieß, dass DNA ein gutes Informationsspeichermedium sein könnte. Also das liegt schon eine ganze Weile zurück. Da wurden keine Experimente durchgeführt. Es wurde nur diese Idee einmal ventiliert. Also wir wollen da nicht ein ganzes Gehirn replizieren, sondern sind da etwas bescheidener vorgegangen. Ich bedanke mich beim Veranstalter, dass ich zur Ars Electronica kommen durfte, denn eine Inspiration für mich zu Beginn unserer Untersuchungen war hier ein Beitrag 1999 bei der Ars Electronica, wo eine Botschaft in das Genom eines lebenden Organismus kodiert wurde. Ich habe mir gestern dieses Buch erstanden, der Katalog aus dem Jahr 1999. Also die Reise hierher hat sich schon wegen dieses Katalogs gelohnt. Auf Seite 310 bis Seite 313 finden Sie auf Deutsch und auf Englisch eine Beschreibung dieses Projekts von Eduardo Katz. So hat die ganze Installation ausgesehen. Es war ein Bibelzitat. Der Mensch soll über die Fische des Meeres, über die Vögel in der Luft, über alle Lebewesen auf Erden herrschen. Das Ganze wurde kodiert in Bakterien, die man hier sehen kann. Hier haben Sie also das ursprüngliche Zitat rechts. Und als man am Ende der Ausstellung dann das Genom extrahierte und versucht hat, das Zitat zu rekonstruieren, dann haben Sie gesehen, dass nur drei Fehler aufgetaucht waren. Also, besser natürlich noch, man speichert diese Information nicht in einem lebenden Organismus, denn da verändern sich gewisse Dinge. Aber wie gesagt, die Speicherung von Informationen nicht im lebenden Organismus, sondern einfach im DNA, ist ungeheuer vielversprechend. Ein britischer Künstler, Jarvis, interessierte sich auch für die Speicherung von Informationen in DNA. Normalerweise spreche ich nur wenige Minuten über unsere Arbeit, aber seit Ende letzten Jahres arbeiten wir an einem Projekt zusammen. Und wir werden ja dann, also Charlotte und ich werden dann auch eine gemeinsame Arbeit vorstellen. Also Charlotte Jarvis wird ja als Nächste sprechen. Andere haben größere Projekte durchgeführt, also Craig Venter zum Beispiel ist Ihnen vielleicht bekannt. Er hat sehr viel in der Genomik gearbeitet, hat auch synthetische Bakterien produziert. Man hat die bekannte Sequenz hergenommen, hat die DNA geschaffen. Das hat viele Jahre gedauert, hat sehr viel gekostet und hat dann das verwendet, um ein Bakterium zu produzieren. Man hat nicht nur das Genom des
ursprünglichen Bakteriums verwendet, sondern auch zusätzliche Informationen, Namen der Verfasser und so weiter, der Forscher, eingefügt. Dann ein anderer bekannter Forscher, George Church, hat ebenfalls daran gearbeitet, hat ebenfalls mit Speicherung in DNA gearbeitet. In seinem Fall war es die Speicherung eines Buchtextes, also englischsprachige Texte. Er hat ein Buch, das er mit einem Co-Autor verfasst hat, gespeichert. Das wurde kodiert und dann dekodiert. Da gab es einige Fehler drinnen, auf die ich noch zu sprechen komme. Also wir kannten die Arbeit von Church und wir wollten zeigen, dass man alles speichern kann. So wie auch ein Handy, etwa Telefonnummern, Texte, Fotos, Videos speichern kann. Wenn wir das auf einem Computer speichern können, so sollten, das meinten wir, das auch in DNA speichern können. Wir haben einen Code erfunden, haben uns die Eigenschaften der DNA angesehen und überlegt, wie wir das manipulieren können. Und Sie sehen hier, wie wir vorgegangen sind. Hier haben wir einen Teil eines Sonetts von Shakespeare gespeichert. Im Computer wäre das eine Reihe von Einsen und Nullen. Solange man den Code kennt und die englische Sprache beherrscht, kann man damit arbeiten. Dann beim MP3 gibt es einen anderen Code. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Codes für Texte bzw. Videos etwa. Wir haben unseren eigenen Code entwickelt. Ich werde da aus Zeitgründen nicht auf Einzelheiten eingehen. Aber wir können hier eine DNA entsprechend designen und man kann natürlich neue DNA-Stränge designen, keine sehr langen, aber etwa 200 Basispaare. Das ist etwa die Beschränkung. Also wir mussten einen Code erfinden, wo wir in kleinen Einheiten die Information speichern können. Das haben wir getan und wir wollten eine gewisse Fehlertoleranz auch haben. So wie bei der Festplatte eines Computers, da wird immer auf Fehler gecheckt und geprüft, auch wenn Ihnen das nicht vielleicht bekannt ist. Genauso gilt das für das Telefon. Es funktioniert nicht immer ganz, manchmal ist die Tonqualität nicht so toll, aber es funktioniert. Also wir wollten auch hier Fehlerkorrekturmöglichkeiten vorsehen. Also hier sehen wir das Ganze wieder in Form von Lego-Steinchen. Wir haben da viele Lego-Steine, DNA, entwickelt und haben dann die Botschaft wieder rekonstruiert. Hier ein Teil dieser Datei, wo der Code definiert wird, also weg von traditioneller Codierung zur DNA-Codierung. Und wir haben das dann als eine der Dateien verwendet für unser Experiment. Wir wollten dann auch weitere Elemente mit einbeziehen, die ebenfalls für längere Zeit gespeichert werden sollten, damit also sie auch verfügbar sind, wenn der Computer nicht mehr funktioniert. Etwa Informationen aus der Publikation von Crick, wo zum ersten Mal die Struktur der DNA beschrieben wird. Dafür bekam er ja den Nobelpreis. Dann wollten wir auch eine Tonaufnahme speichern, haben dafür die Rede von Martin Luther King, I have a dream, verwendet. Das war vor etwa 50 Jahren. Ich spiele das ganz gerne, das lockert meinen Vortrag ein bisschen auf. Das war schon eine sehr starke Botschaft. Und wir wollen also nicht nur
den Text speichern, sondern wir können auch die Stimme von Martin Luther King speichern und dann wiedergeben, rekonstruieren. Ein weiteres Beispiel, das wir ausgewählt haben, war wiederum ein Text, und zwar die Sonette von Shakespeare, so wie das auch schon in früheren Versuchen gemacht wurde. Alle 144 Sonetten von Shakespeare in einer Datei. Und dann haben wir natürlich auch ein Foto unseres Forschungsinstituts gespeichert. Mein Büro übrigens ist hier nicht zu sehen, ist auf der anderen Seite. Und das zeigt natürlich, in Cambridge ist immer wunderschönes, sonniges Wetter. Also, wir haben hier unseren Code verwendet für die Codierung all dieser Dateien, haben diese Informationen unseren Mitarbeitern in Kalifornien geschickt und haben sie aufgefordert, die DNA für uns zu produzieren. Hier haben Sie diese Schachtel. DNA ist nichts, wovor man sich fürchten muss. Also, hier haben wir die DNA. Ich habe auch diese Fiolen in die Hand genommen und habe gesagt, da ist ja nichts drinnen. Das sind leere Röhrchen. Und wahrscheinlich haben Sie den gleichen Eindruck, wenn Sie nicht Erfahrung haben. Da ist ein Trick. Man muss versuchen Sie, dass das Licht durch die Fiole dringt. Und sehen Sie sich den Boden an. Da ist ein kleiner, kleiner Schmutz- oder Staubfleck. Also, wenn nicht alle jetzt die Chance haben, sich das anzusehen, Sie können es nachher tun. Also, es sieht aus wie ein, so als ob Sie einen kleinen Tropfen von Salzwasser hier einschließen und das Wasser vertrocknet dann und Sie haben das Salz, das übrig bleibt. So sieht die DNA aus. Insgesamt hatten wir 750 Kilobyte an Information. Das ist sehr viel DNA-Staub, kaum sichtbar allerdings. Und vielleicht könnten wir das hier mit einem Vergleich darstellen. Wenn Sie hier das Ganze anfüllen würden mit DNA, so würde das der Speicherkapazität von einer Million CD-ROMs entsprechen. Eine Million CD-ROMs. Man bekommt dann meistens so kleine Päckchen, dass zehntausende Päckchen könnte man könnte 10 mal 10 Meter hier etwas so hoch beschichten mit DC-ROMs. Und das würde sozusagen ein Informationsspeicher sein. Oder aber man hat so ein kleines Teströhrchen, eine Fiole mit DNA. Das kann die gleiche Menge speichern. Wir bekamen dann die Probe zurück. Ich ließ mich überzeugen, dass DNA drinnen war. Wir gaben das dann weiter an unsere Kollegen, die, das Sequenziergerät hatten und haben das Ganze dann dekodiert. Dafür hatten wir Computerprogramme entwickelt, die genau umgekehrt funktionierten wie die Codierprogramme. Das Ganze funktionierte. Es war fast enttäuschend. Es ist fast enttäuschend, wenn ich Ihnen das jetzt sage. Ich zeige Ihnen das Originalbild und dann, tja, ein Bild, das genauso aussieht. Also, das war das rekonstruierte Bild. Es hat funktioniert. Und ich konnte das einem Journalisten nicht wirklich erklären. Die Bilder sehen nicht nur gleich aus, sondern die Dateien waren die gleichen. Die Journalist oder der Journalist sagte, schicken Sie mir die Datei. Die dekodierte Datei. Und alle waren gleich. Also, wenn ich das Ganze natürlich mit E-Mail verschicke, dann ist es nicht mehr das Gleiche. Da sind Elektronen von Cambridge nach Zürich geschickt worden. Und der Journalist oder die Journalistin rief mich dann wieder zurück und sagt, danke, die sind wirklich gleich. Also sie ließ sich durch die E-Mail überzeugen. Also es ist uns eine 100% genaue Rekonstruktion der Dateien gelungen.
Natürlich gibt es manchmal einige Fehler, aber wir hatten, wie gesagt, einen Fehlerkorrekturmechanismus eingebaut und die Rekonstruktionen waren 100% genau. Noch ganz kurz. Wir haben uns überlegt, also kann das wirklich funktionieren? Kann das eine Technologie für die Zukunft sein? Wir haben daher weitere Analysen durchgeführt und haben uns überlegt, wie kann das in größerem Maßstab funktionieren? Bei uns ging es um etwa 1 Megabyte. Wie lässt sich das ausweiten? Es gibt mittlerweile 3 Zettabytes an Information. Ich weiß selber nicht, was ein Zettabyte ist. Es ist jedenfalls eine ungeheure Informationsmenge. Aber unsere Methode könnte auch dafür passen. Wir müssten das System nicht ändern. Aber es wäre natürlich, es würde sehr, sehr teuer sein. Aber wenn man Geld und Zeit genug hat, könnte das grundsätzlich funktionieren. Ja, also dieses Bild soll Ihnen nur zeigen, Sie könnten die gesamte Information auf der Welt in einem Kofferraum mit einem Inhalt von etwa 1,5 Kubikmetern unterbringen. Und das bedeutet Informationen von allen Datenzentren weltweit, von allen PCs weltweit. Das würde in einen Kofferraum passen. DNA hält lang. Wenn ich sage 3,5 Jahre, so ist das nicht ganz fair, denn es wurden ja Kopien in den einzelnen Generationen hergestellt. Aber es wurden Experimente durchgeführt, um zu zeigen, dass die DNA wirklich stabil ist. Es gibt Proben oder Beispiele von Mammuts, 20.000 Jahre alt, Neandertaler, 40.000 Jahre alt, Felszeichnungen, Bisons, 60.000 Jahre alt. Und es wurde auch berichtet über die Restauration oder die Rekonstruktion des Genoms von Urpferden. Das waren also Tiere, die mit den Neandertalern oder die zur Zeit der Neandertaler gestorben sind, dann sich im gefrorenen Boden erhielten. DNA, wie gesagt, hält also sehr, sehr lange. Sie sehen das hier. Und die derzeitigen Kosten sind natürlich sehr hoch. Man muss dafür etwa so viel ausgeben, wie die Kosten eines Datenzentrums über 5.000 oder 6.000 Jahre betragen würden. Wenn sich aber die Kosten etwa um den Faktor 10 reduzieren, und das wird in einem Jahr soweit sein, dann verändert sich das. Also die Kosten würden etwa nur so hoch sein wie ein Datenzentrum über 200 bis 500 Jahre. Aber auch da werden die Kosten weiter zurückgehen und vielleicht können sie dann für unsere Enkelkinder oder Urenkel diese Informationen schon so gespeichert werden können. Hier natürlich muss das Umfeld stimmen, also kalt, dunkel, in Nordnorwegen etwa. Das wäre perfekt. Die Wartungskosten sind sehr niedrig und die Temperaturen sind da hier meistens 20 Grad unter Null. Tja, zu Hause geht das auch, einfach im Kühlschrank. Damit bin ich am Ende. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.